Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir spielen wieder Bloody Beach und mit dabei ist der Gaming Boogie und ich bin schon auf dem Server. Oh, dann komm ich auch mal drauf. Moin, moin. Neue Folge, neues Glück und wir bauen natürlich an unserer schönen Farm hier wieder weiter. Genau, ich werde jetzt eben nochmal ganz schnell ein wenig ernten, hier was gewachsen ist. Wunderbar. Das sind auch wieder hier die anderen zwei Boys auf dem Server, die wir ja schon kennen. Genau. So, wir haben jetzt noch grob 35 Minuten, also es wird jetzt auf die letzten zwei Folgen aufgeteilt. Habt ihr Glück, ihr kriegt zwei etwas längere Folgen. Ja, wir waren so ein bisschen zeitmanagementmäßig, glaube ich, die schlechtesten. Oh. Ja, aber wir haben es ja gepackt. Genau. Lovely Potato, der war ja noch nicht mal gewitelistet. Hast du das gelesen? Richtig geil. Vor allem der Projektleiter. Nein, okay, ich sag nichts. An der Stelle, da ich Jonas hält seine Klappe. Hast du mit Lovely Potato geschrieben oder was? Nee, nein. Ach so. Nein, also, aber, das war ja das, was in der Gruppe geschrieben hat, dass er sich da auch so ein bisschen drüber aufgeregt hat. Ja, okay. Oh, sorry. Ja, geht ein bisschen mehr drunter und drüber, würde ich schon sagen, in den Konversationen, als damals bei Bloody Beach 1. Es wurde da schon Werbung gemacht und so weiter, nur damit ihr auch mal einen kleinen Hinblick oder einen Blick hinter die Kulissen auch mal erfahrt. Soll ja nicht verschwiegen werden, wie das auch mal so abläuft. Wurde Werbung gemacht? Ja, hast du das nicht mitbekommen? Nee. Hat einer Werbung als Synchronsprecher gemacht, dass er für Trailer oder sowas angefragt werden kann. Bitte, was? Da war ja Julia richtig entrüstet. Die war richtig fertig mit den Nerven. Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Da hat jemand sich als Synchronsprecher... Ja, alles gut, ey. Ist jetzt auch egal. Bitte, wir spielen jetzt hier einfach unser Ding und gut ist. Das muss ich mir durchlesen. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Wie geil ist der denn drauf? Ja, einfach so ein Projekt. Und ich war ja schon in so manchen Konversationen von Projekten drin. In welchem Zusammenhang denn? Hat er geschrieben, ja, wenn wir einen Trailer brauchen, ich mache Synchronsprecher oder was? Ja, so nach dem Motto, ne? Oder irgendwie, der hat so geschrieben, ja, wenn ihr noch eine Stimme für Videos braucht, meldet euch bei mir oder so. Ach so, gar nicht auf das Projekt bezogen? Nee, noch nicht. Nein, allgemein. Ach du dicke Sache. Alter. Julia, dann erstmal dann richtig völlig, die kam gar nicht auf ihr Leben klar in der Konversation. Ja, okay, wie auch nicht. Das schockiert mich gerade auch immer noch. Oh, ein Skelett, ich dachte, das wäre ein Spieler, Alter. Ich habe mich so erschrocken, ey. Naps das um, Bone Meal. Ich bin richtig geil auf Bone Meal. Richtig, bekommen? Richtig geil, dieses Knochenmehl. Richtig geil. Okay. Okay, jugendfrei. Nicht jugendfrei. Oh, geht so. Ja, wir sind ja schon volljährig. Ja. Du auch mittlerweile, ne? Hast du auch schon eine Karre? Ja. Wow. Was, hast du ein Auto? Nee, ich habe kein Auto. Aber krass, ne? Du wohnst ja auch in einer etwas größeren... Man könnte fast von einer Metropole sprechen. Ja, sicher. Nee, ich sag mal so, als Student braucht man es ja nicht unbedingt, wenn man in der Stadt lebt, in der man studiert. So. Aber ich bin ja noch nicht mal Student, aber hier kannst du halt auch alles mit dem Fahrrad eigentlich. Ja, ist ja okay. Berufsschule, sehe ich. Siehst du wie Studium? Hast du dich aber ganz getäuscht. Nein, aber es ist ja, Berufsschule ist ja Arbeiten und du hast trotzdem Schule. Und was machst du im Studium? Dann hast du quasi nur Schule. Also es ist, ich sag mal so, von den Wegen, die man fahren muss, ist es ähnlich. Ob du jetzt jeden Tag zur Uni fährst oder jeden Tag zur Berufsschule, beziehungsweise ab und zu dann halt arbeiten, ab und zu zur Berufsschule, macht, finde ich, jetzt nicht so den großen Unterschied aufs Auto bezogen. Ja, klar. Wie ist denn so bei euch in der Stufe? Erschreckt mich nicht. Wie ist denn so die Tendenz? Wollen die eher Ausbildung oder Studium machen? Viele bewerben sich auf ein duales Studium. Das habe ich direkt aufgegeben. Krass. Boah, da hätte ich ja gar keinen Nerv zu, muss ich ja ehrlich sagen. Also ich habe es überlegt. VW. Also es macht ja schon Sinn. Also klar. Vor allen Dingen, wenn du da, überleg mal, du bekommst bei VW, aber VW Hannover, also VW Nutzfahrzeuge in Hannover bietet echt nur so beschissene duale Studien an, auf die ich immer gar keinen Bock hatte.
Und dementsprechend war es dann für mich nichts, aber da bekommst du im ersten Ausbildungsjahr im Prinzip über 1000 Euro im Monat. Ja, das ist heftig. Ja. Klar. Aber du studierst halt auch und arbeitest und das ist richtig heftig. Also wir haben ja auch duale Studenten in unserem Betrieb und die sind richtig gefordert, glaube ich. Also das ist nicht ohne. Also ja, gut, sollte man schon. Bekommst, wie gesagt, du bekommst ja halt auch echt viel Geld. Ja, du bekommst viel Geld. Ich in 19. Ja. Wenn du als gut, wenn ich mit der Schule fertig bin, wenn es beginnen würde, wäre ich auch noch 19. Als 19-Jähriger 1000 Euro im Monat in der Tasche haben und ich meine, ich habe kaum Ausgaben. Ich könnte bei Mutti weiter wohnen. Das ist heftig, ne? Ich könnte das Geld fast komplett zurücklegen. Investieren. Dann hast du noch mehr. In einen Aktienfonds. Nee, nicht in Fonds, in Einzelaktien. Fonds kosten laufende Gebühren. Ja. Und nicht mehr in Sportwetten meinst du? Sportwetten regeln, ne? Ey, dann kannst du auch Lotto spielen. Gestern, ich hatte gestern ein gutes Gefühl. Und zwar, das war ich hab Eishockey geguckt. Köln Haie gegen DG Metros Nas. Eigentlich Köln Favorit, lagen dann 3-1 hinten und dann haben die eine 5 Minuten Unterzahl bekommen. Und ich habe mir eben, also mir war klar, bis dahin war irgendwie die Quote so halb, wie es okay. Also da habe ich, also 3-1 ist jetzt nicht so extrem deutlich beim Eishockey, aber in dem Moment, wo ein 4-1 fällt, dann ist das Spiel fast durch. Und dann war halt eine 5-minütige Unterzahl für Köln und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass jetzt Düsseldorf ein Tor macht. Ah nee, Entschuldigung, DEG Metros, das heißen die gar nicht mehr. So hießen sie damals. Die heißen mittlerweile Düsseldorfer EG, weil die Metro rausgegangen ist. Um das hier mal klarzustellen, falls hier noch jemand Eishockey-Fan ist. Ja, ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl, dass die jetzt ein Tor machen. Hab vorher dann irgendwie ganz gut was drauf gewettet, weil ich war ein bisschen pissig, weil ich da vorne Wette verloren habe. Und ja, tatsächlich, ich habe gewettet und 5 Sekunden danach ist unten ein Tor gefallen. Geil. Und damit war das Spiel so gut wie durch und dann habe ich damit 8 Euro gemacht. Ja, 8 Euro haben oder nicht haben. Ja, genau, ne? Und die habe ich jetzt heute wieder verzockt. Aber das passiert. Ja. Ist ja auch, also ich meine, ich bin jetzt irgendwie nicht wettsüchtig oder so, ne? Ich mache das eigentlich vollkommen aus Spaß, weil ich finde es einfach so ganz schön. Das habe ich auch eine Zeit lang damals, also ich bin echt Eishockey-Fan, aber in Deutschland ist ja Eishockey nicht so gut und da habe ich in den das waren nicht Sommerferien, das waren irgendwie Osterferien. Da liefen NHL-Playoffs gerade, also amerikanische Hockey League, beziehungsweise North American Hockey League. Und da habe ich dann immer mal so 1-2 Euro auf ein paar Teams gesetzt und man war dann einfach so in diesem Spiel immer Fan von der Mannschaft und es ist, also ich meine, Fan sein ist einfach voll cool, weil es einfach dann nochmal, es macht einfach ultra Spaß dann zuzusehen und sowas einfach. Ich habe jetzt nicht groß gewettet, weil ich Lovely Potato. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade war, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall. Der geht wieder runter. War es dann, oh Mensch. Ja. Wahrscheinlich wollte er nur gucken, ob auf der Brightlist jetzt auch jemand ist. Der wollte ich einfach nur sehen und ist wieder runtergegangen. Ja, das sieht der Boy. Naja, auf jeden Fall, es war es einfach ganz cool so und ich habe das dann nicht gemacht, weil ich damit irgendwie Geld machen wollte oder weil mir das so wichtig war, sondern einfach, weil man dann irgendwie Fan von der Mannschaft ist und das macht einfach Spaß. Ja, dann ist das ja auch vollkommen legitim, würde ich sagen. Ja. Derweil sterbe ich gerade. Oh Mensch, das ist aber nicht so cool. Nicht dein Ernst. Das ist jetzt ein Witz, ne? Das ist wahr. Die hat mich eiskalt gekillt. Ich dachte, die schrubbt mich nur auf ein halbes Herz. Scheiße, ja, ich bin am Spawn. Wenn sie dann so ein Faggot... Hast du jetzt... Oh, haben wir Teamleben? Ja. Ja, die spawnt auf einmal da drinnen in diesem Scheißraum. Und ich war so Brain AFK. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh. Scheiße, Mann. Dämlich. Ja, ich war gerade so... -900 irgendwie in die Richtung. Microphone muted. Oh, ich brech zusammen, Mann. Wie war ich auch, Leben, Alter. Wie war unser Leben-Kommentar? Weißt du das? Wie? Was meinst du? Ja, also um Leben zu sehen, wie viel man noch hat. Das wusste ich nicht. Wir haben jetzt 1 verloren, ne? 1 verloren, wir haben noch 2 Respawns. Oh, wir sind ja... Hä? Oh ne, das ist was anderes. Oh Mann, ey! Oh Mensch. Ja, kacke, jetzt bin ich ja hier auf Futter, ne, für die.
Mikrofon muted. Ach du Scheiße. Nee, du bist doch jetzt in einer 5-minütigen Schutzphase. Activated. Ja, stimmt. Oh, das war so richtig unnötig einfach. Ja, aber es nicht mehr. Und ich habe sogar noch vorher angekündigt, dass ich sterbe. Ich sterbe jetzt erstmal. Ich bin ja noch weggelaufen und dann gibt die mir einen Long Range Shit. Ja, mit ihren scheiß Tränken da. Ohne Witz. Was brauche ich denn hiervon nicht? Ja, egal, das hol mal wieder rein. Oh, easy. Ja. Mit unseren PvP-Skills läuft das. Das war aber echt fail, ey. Oh. Hey, Dicker, Alter. Oh, es passiert auch nur mir sowas. Ich hab erst mich so, also da war ein Zombie, musst du wissen, ein Skelett und eine Witch. Die sind da einfach in einem Raum drinne gespawnt, den wir einfach noch nicht ausgeleuchtet haben. Und dann, ich mache dir da jetzt auch nur bedingt Vorwürfe. Ja, aber ich habe damit ja überhaupt nicht gerechnet, dass die mich töten. Also, das war schon krass. Naja, passiert. Passiert, ist jetzt so. Activated. Beim nächsten Mal dann nicht sterben, ne? Ja, klar. Oh, das ist jetzt schwierig, dich wiederzufinden, das wird hart. Wie gesagt, ach ja, du kannst ja deine Koordinaten nicht einblenden, ne? Ich kann die einblenden, aber immer nur kurz. Wo bin ich denn hier? Minus 700 war das etwa? Minus 700, minus 900 so in etwa. Okay. Mikrofon muted. Scheiße, hast du wertvolle Sachen dabei? Weil dann muss ich die Sachen holen. Nee, eigentlich nicht. Also, ja, geht. Oh, fuck, Alter. Ich hab jetzt echt ein Problem hier. Warum hatten wir auch kein Bett, ey? Auch scheiße. Mikrofon muted. Wird denn der Respawn geändert? Mikrofon also, activated. Ja, der wird dann geändert, ja. Soweit ich weiß. Steht das in der Regeldatei? Ja, ich meine, das stand da. Oder müssen wir nachfragen? Nee, also normal ist das ja auch so. Also das ist ja also, eigentlich immer so. Gerade selber mal unser Haus nicht mehr. Unser Hut. Oh. Jawohl. Ja, er freut sich darüber, aber selbst nippelt er auch gerade ab, ey. Ah, oh, ist das geil. Hier sterben die Leute weg. Ich glaube, ich hab's wieder gefunden. Oh. Ah, verlassen. Glück. Ach so, neue Und Folge. Wieder rein. Ja, neue Folge wahrscheinlich, ne? Mikrofon. Mhm. Okay, ich bin hier. Obwohl. Ja, ne, hier bin ich richtig perfekt. Ach, Herr Jemine. Mikrofon oh, zwei Creeperhasen. Boah, die Map ist aber auch riesig. Das ist ja krass. Ich dachte, die wäre viel kleiner. Oh Mann. Ja, kannst die restliche Folge damit dich beschäftigen, hier erstmal unser Haus wiederzufinden. Das ist ja schon mal geil. Oh nein, so richtig hohl gestorben einfach. Ja. Völlig unnötig. Vor allem gegen so ein scheiß Viech, nicht mal im Kampf, Mann. Wenn wir im Kampf verlieren, haben wir immer ein Action gehabt, ne? Aber nein, ja. Man lässt sich von so einer scheiß Bitch töten, ey. Ey, das heißt aber, wenn wir beide jetzt in einem Teamfight sterben, dann sind wir auch raus. Sicher? Wie viele Lebenspunkte haben wir denn? Wir haben jetzt noch zwei Respawn-Token, soweit ich weiß. Oha, jetzt haben wir jetzt mal... Oh, vor allen Dingen jetzt... Also ich konnte deine Sachen anscheinend retten, ich muss die jetzt erstmal hier alles in eine Truhe packen. Okay, wir müssen halt gucken, wie dieser Lebenbefehl ist. Ja. Ja, aber also wichtig wäre, dass wir einen Kill machen. Weil dann haben wir immer noch 0, wenn wir beide sterben, haben wir dann immer noch 0,5 zum Respawn. Also dann die Respawn-Zeit ist nur ein Umstand bei mir. Kacke. Also du dürftest dich ja im Prinzip ausloggen, wenn es sehr kritisch wird, ne? Also nicht noch nicht im Kampf natürlich. Wenn du aber jemanden kommen siehst, dann dürftest du dich ausloggen. Ist ja noch nicht im Kampf, oder? Ja, das würde ich aber nicht machen, weil ich das assi finde. Da hinten brennt was. Brennt denn da was? Oh nein, hier brennt ein Wald ab. Oh, das ist kacke. Oh nein. Ja, das ist echt kacke. Ich hasse sowas. Wenn das jetzt über die ganze Map geht. Oh, hier sind so viele Viecher, ey. Ich sterbe hier gleich gewiss nochmal an Viechern. Wo bist du denn so circa? Ach, scheiße. Mikrofon muted. Scheiße. Ich bin schon mal bei minus 7. Ist alles scheiße hier. Einfach scheiße. Minus 700, minus 400 bin ich.
500? Was ist das denn? Ah, die Truhe macht so ein Kackgeräusch. Ich hab schon Schiss bekommen, dass hier wer in der Gegend ist. Boah, die sind aber auch richtig am Arsch der Welt. Ja, am Anfang ist vor allen Dingen so, man hat keine Ahnung, welche Richtung man laufen muss, ne? Ja, ich glaube, ich bin aber schon in dem richtigen Wald. Guck einfach mal nach deinem Koordinaten, nicht, dass du komplett falsch bist. Ja. Ich muss ja eigentlich immer nur ans Wasser, ne? Na gut, ja. Boah, zwei Creeper. Heavy, heavy. Aber du musst dich immer so ein bisschen daran orientieren. An einer Stelle siehst du halt so die Border und da hinten so eine abgeschnittene Insel, weißt du? Genau, genau. Abgeschnittene Landmasse, daran kann man sich mal ganz gut orientieren. Ja, ich bin bei minus 700, minus 600. Ah, bist ja schon langsam on the right way. Ja, genau. Eieiei. Ich sehe mehr. Auch gut. Und da war ein Creeper-Loch, soweit ich das erkennen konnte. Ja, das kann sein, dass das von mir sogar war, weil ich wurde da eben ein bisschen... Auf freien Fläche so? Aber ich sterbe dabei nicht. Um das hier nochmal an der Stelle zu betonen. Die genauen Koordinaten, könntest du mir die mal kurz durchpumpen? So, ja. Kann man jetzt sagen, war eine sehr erfreuliche Folge. Egal. Alles im Allen. Sonst ist das eh durch Spoiler hochgefarmt. So. Wir müssen es positiv sehen. Mit deiner Spitzhacke kannst du jetzt erstmal schneller Räume ausheben. Oder hast du das neues Equip bekommen, ne? Ja, ich habe neues. Ah, er ist noch gemutet, okay. Microphone activated. Ach so. Ja, ich habe neues Equip. Okay. Ich muss das gerade mal nur raffen, hier, wo ich hin muss. Ich bräuchte nämlich jetzt vielleicht mal die genauen Chords. Die waren ziemlich genau 7. Ich komme mal raus. Die waren 7. Ich gucke einfach mal. Minus 780 und 930. 780, 930. Microphone activated. Okay, dann weiß ich die Richtung. Ich erwarte. Am besten wäre, wenn ich mir einfach ein Boot mache, oder? Ganz schnell. Ja. Gucke mal eben draußen. Boot kriegt man noch schnell hin. Ja, Workbench und dann zum Holz. Ja. Auf geht's. Microphone muted. Ja. Im Prinzip siehst du, du bist aber schon bei diesem Laubwald, ne? Microphone activated. Also nee, ich weiß nicht, wo ich bin. Es kann auch sein, dass ich komplett falsch bin. Okay. Deine also es ist total in Minecraft, ne? Die ja, ist Wahnsinn. Selbst mit Koordinaten kriege ich das nicht hin, weil wenn ich jetzt in die eine Richtung, Richtung minus 700 gehe, dann geht die andere Richtung in die andere Richtung halt. Nee. Microphone muted. Wenn du gerade schwimmst, eigentlich nicht. Und dann musst du... Du musst gerade auslaufen, gucken, welche Koordinate sich verändert. Dann siehst du, eine ändert sich, entweder die X- oder die Y-Koordinate. Dann gehst du in die Richtung, wie es zur X-Koordinate richtig ist, und dann machst du mit den Pfeiltasten, in welche Richtung du mit der in Z-Richtung musst. Du musst es ja wie so ein Koordinatensystem vorstellen. Das sind ja Koordinaten. Ja, das ist Mist einfach. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Ja. Ich kann sowas nicht. Ich gehe mal wieder runter. Ja, mach das. Also kannst noch lange warten. Mann! Wo sind deine Koordinaten? Ich hol dich ab. Ich bin jetzt... Sag mir deine Koordinaten. Also, minus 500 und minus 568. Du bist erstmal weiter weggelaufen. Microphone muted. Minus 500 ist in die Richtung. Und minus 568 ist auch in die Richtung. Bist du im Boot schon mal? Bist du im Wasser? Ich laufe gerade nebenher, neben dem Wasser her. Weil das kein richtiges offenes Meer ist, sondern einfach nur so ein See gefühlt. Stark. Aber es wird jetzt schon wieder Tag. Ja, das ist doch schon mal was, ne? Ja. Eine Folge auf jeden Fall schon mal gelatscht. Ja, sehr schön. So, in die Richtung musst du sein. Dann hole ich den jetzt ab, den Jungen. Microphone activated. So, ich bin jetzt aber bei minus 700 schon wieder. Aber bei minus 460. Microphone muted. Minus 700. So, jetzt habe ich die richtige Richtung. Jetzt laufe ich. Microphone muted.
Pass auf, ich baue mich jetzt mit Cobblestone ein bisschen hoch. Vielleicht sehe ich dich irgendwann. Bist du im Wald? Ich bin im Wald, in einem Laubwald. Ja, sehr gut, da bist du schon mal richtig. Siehst du irgendwo so den Turm, den ich hochbaue hier? Noch nicht. Vielleicht sollte ich auch mal auf den Baum. Folgenende ist erreicht. Ja. Ich sehe wieder mehr. Folgenende ist erreicht. Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Jetzt bin ich bei minus 800 und minus 530 so. Das ist so Wahnsinn. Minus 800. Ja, das geht schnell. Das geht richtig schnell. Minus 800. Minus 800 ist gar nicht mal so falsch. Okay. Pass auf, minus 800 bleibst du jetzt. Minus 800 und was? 500? Und minus 470. Aber schon minus 500, ne? Minus, ja. Minus 500. Minus und minus 858. In die Richtung. Und 500 ist dann in die Richtung. So, gleich habe ich dich, Hasi. Du bleibst da jetzt einmal stehen, ich hol dich ab. Mikrofon activated. Ja, okay. Minus 800. Oder ich kann dir auch, oder kommst du per Wasser? Nee, ich komm nicht per Wasser. Minus 800, da habe ich jetzt schon mal Mikrofon muted. Die Koordinate. Mikrofon und minus 5. Minus 869, minus 578. Okay. Soll ich auch, bist du auf dem Wald? Ich bin im Wald noch, ja. Im oder aufm? Im Wald. Okay, ich auch. Minus 869. Hauptsache, ey, die ganze Folge muss man dich suchen, ne? Ohne Scheiße. Richtig effektiv gewesen. Oh, bleib so ein bisschen am Wasser. Ja, ich hab mittlerweile schon das Wasser gefunden. Ich muss dich hier gleich sehen. Irgendwo hier müsstest du sein. Lauf mal an der Küste. Ja, ich seh dich. Hi. Meine Güte. Ah, jetzt hab ich deine Küste nicht mitgenommen. Ah, ja. Hast du genug Essen, damit du keine Karotten essen musst hier? Ich hab Karotten gegessen. Server/Teams. Ah, welches Team sind wir? Ist ein Team schon raus? Das kann sein. Lol, Team 15 ist raus. Wir sind Team 14. Oh, jetzt haben wir aber voll viele schon Leben verloren, also ja, Heimatland. Ah, halt ein bisschen. Da sind wir doch gar nicht so schlecht dabei. Ja. Naja, wollen wir es nicht schön reden. Ja, hast du auch wieder recht. Ja. Aber wir sind richtig am Arsch der Welt, also das, wer da hinläuft, das ist schon heftig. Ja, vielleicht war es ein bisschen übertrieben, hierher zu gehen ganz, aber naja. Also das ist schon wirklich mein lieber Mann. Ich plane ja einfach nicht mehr zu sterben, dann müssen wir es auch nicht mehr. Ja, wir müssen einfach dann über die Kills kommen. Wir müssen einfach Bett farmen. Bett sollte man nicht machen. Bett sollte man auf jeden Fall nicht machen. Weil wenn jemand unsere Base überfällt und uns tötet. Ja gut, stimmt. Ach, wobei wir sind ja eh in der Friedensphase, dann können wir erstmal 5 Minuten wegrennen müssen. Nee, Friedensphase. Ja, 5 Minuten ist meine Friedensphase, genau. Wir sollten dann im Backpack so das nötigste Zeug dann halt reintun, ne? Ja, Backpack, da kriegt man nicht viel rein, ne? Folgst du mir noch? Ja, ich folge dir noch, aber ich muss hier mal gerade... Ach Mensch. Ach, guck mal, er nimmt sich sein Bötchen. Ach, da ist der Tower. Ja. Und hier ist irgendwo unser Base-Eingang. So, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 20 Minuten noch? Da haben wir sogar noch ein bisschen. Hier ist irgendwo unser Loch. Perfekt. Haben wir das doch auch wieder geschafft. Heieiei, aber gedauert. Zum Glück hat mich auch keiner gesehen, so, ne? Na gut, wahrscheinlich sind alle also echt damit beschäftigt, Base-Arbeiten durchzuführen. Ah, du hättest Erden noch mitnehmen können unterwegs. Egal. Machen wir erstmal. Du kannst jetzt ja Räume ausheben. Ich habe jetzt genug Erde geholt. Wir beide. Und dann gucken wir mal, ob wir hier sogar ein bisschen was ernten können. Gut, ich habe ja auch die OP-Spitzhacke. Genau, damit können wir jetzt ein bisschen effektiv. Ja, hat sich doch gelohnt zu sterben. Ah, geil. Oh, hier kannst du richtig geil ernten. Ja, mache ich gleich. Ich habe auch keine... Oder das Equipment, wo hast du das hingelegt? Überall in Truhen verteilt. Ich habe das nämlich schnell gemacht, da ist despawned. Muss mal gucken, musst du ja mal ein Zeug zusammensuchen. Ja, alles klar. So... Upsala.
Denk auch immer dran, dann in den Fights immer mit den Äxten kämpfen, die sind wirklich besser. Aber die laden sich auch langsamer auf, bis du wieder schlagen kannst. Okay. Aber es ist schon ein Unterschied, 9 zu 6 Angriffsschaden. Ja, muss mal gucken. Also, finde ich schon. Ja. Soll ich die Karotten anpflanzen noch? Ja, ich mache hier gerade eben ein bisschen mehr Feldplatz. Ah, ich habe nur noch 5 Stück, ey. So viel habe ich gegessen. Heftig. Na, warst du auch lange weg, ne? Erinnere mich nicht dran. Mann! So ein unnötiger, hast du die Witch denn wenigstens gerecht? Nee, die war nicht mal mehr da. Was? Die War nicht mehr, war nicht da? mehr da. Die hatte genug. Das war ihr zu leicht. Die hat mich eiskalt gekillt. Ich dachte, die schrumpfen einen aufs halbe Ja, Herz. kommt drauf an, was Deswegen du wärst. bin ich da so voll easy. Vergiftung? Vergiftung ja, Ja, aber wenn sie ich dann. hatte Vergiftung und auf einmal kommt da irgendein Schadensding, war das. Da hatte ich hatte noch Hälfte Leben und auf einmal war ich tot. Irgendwas Heftiges war das. Oder Headshot vom Skelett oder so. Hat er dich, hat er einen Headshot. Also, das war richtig Hier ist kein heftig. Licht. Ich habe eine Fackel. Zack, zack. Also, das war wirklich, also, das Vieh, mein lieber Mann. Da habe ich so gar nicht mit gerechnet, einfach. Gut. Ist Fastensteck Weizen. Creeper! Oh! Dann, ich bring dich um. Zieh dir deine Rüstung an. Und. Alter! Wie die Scheiße spawnt hier einfach. Zu dunkel hier hinten noch, ne? Ey, zum Glück habe ich den gesehen. Der hätte mich easy, hätte ich hier irgendein Zeug Wie abgebaut, letztes der hätte Mal, der mich. stirbt, der macht einfach das Team tot in einer Folge. Eats. Ey, da wäre ich jetzt ausgeschieden, ne? Nee, stimmt. Da wäre ich noch drin, weil das sind ja Teamleben. Oh, das wäre so richtig assi. Ja, ne? Alle Er Teamleben ist für sorgt einen. dafür, dass unser Team rausfliegt. Oh. Nice. So. Boah, es ist schon ein mega geiles Feld, würde ich sagen. Wir haben schon wieder hier das dickste Feld von allen, ey. Oh, und die Spitzhacke, die geht so hart ab. Ich würde auch wieder so eine geheime Chest wieder machen, wie letztes Mal. Das war richtig geil. Ja, klar, Haben die niemals gefunden. das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Sicher. Und wenn wir gut equipped sind, ey, lass nicht übelst so auf feige Sau spielen, sondern einfach suchen, Basen finden und Leute Ja. kennen. Und nicht sterben. Eben. Ja. Halt zum Anfang. Ja. Ja, ist ja mies. So. War eine miese Sache. War ein doofes Viech. Mensch. Ja. War nicht nett. Ne, ist der Dani, der Oh setzt ja. immer seine Fackeln erstmal mitten in den Raum, damit man sie gleich wieder abbauen darf. Statt sie direkt an Rand zu setzen. Mann, Mann, Mann. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Ja. Wollte ich doch gar Merk nicht. mir das. Ich merke, Nein. irgendwann kommt das alles zurück. Irgendwann kommt das alles zurück. Oh ja. Und dann gebe ich dir ein paar Bier aus und dann hat sich das wieder. Ein Kasten Das ist nämlich oder eine Flasche bestechlich. Weißwein. Genau. Oh Mann. Voll der Weintrinker. Du wärst ein guter Student. Du wärst ein guter Student. Darauf ist man stolz. Ja. Billig Alkohol konsumieren. Jo. Studieren ist, glaube ich, auch echt mega geile Zeit so. Ja, je nachdem, ich denke, Weil. was man studiert. Ich denke, es gibt auch Studienfächer, wenn Ja. da so. Es kann hart sein. Jura, glaube ich, Ja, ist richtig heftig. ja. Ein Kumpel von mir studiert Rechtswissenschaften, also Jura. Der meint, es Krass. ist heftig. Beziehungsweise, er mag auch seine Mitkommilitonen nicht so wirklich. Okay. Ja, das ist dann auch Kacke. Naja. Naja, abwarten und Tee trinken. Du willst ja wahrscheinlich auch studieren, Ja, ne? genau. So. Ja, alle wollen studieren. Und was habe ich jetzt neulich noch gelesen? Der Personalleiter von Google hat sich in einem Interview geäußert. Oh, meine Spitzhacke ist short. Dass er keine Studenten mehr einstellt. Okay, läuft bei ihm. Also fand ich krass. Ja, ich denke, Weil Ausbildung die. ist nichts Schlechtes. Na, der hat halt gesagt, wenn da Leute mit einem absolvierten Studium kommen,
mit einem Schnitt von 1, irgendwas, dass die dann so übelst hochnäsig sind und Fehler dann halt so auf andere Maschinen. Okay. Ja, kann schon sein, dass die... Ja, und ich glaube, in Amerika ist das nochmal richtig krasser als in Deutschland. Sie da überhaupt nicht klar, dass sie sich richtig hart fühlen, wenn die so studiert haben. Ja, das kann... Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Ja. Wer weiß, wer weiß. So. Ich ernte hier auch mal so ein bisschen, ja. Ne? Also bam, läuft bam, auf jeden bam. Fall, was wir an Feldern momentan noch mal haben. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Jo. Ich guck mal gerade noch Aufnahmezeit. Get time. Ja. Fail. Nur noch mit Slash. Ich krieg das Slash nicht hin. Slash geht. Hä? Time, wir haben. Was macht bei mir ein Unzeichen? Noch 4 Minuten. Ich habe englische Tastatur oder so. Okay. Das ist nicht so gut. So. Ich ernte hier die Kacke aber noch. Wir sollten oben auch dann noch den mit Cleanstone auf jeden Fall zumachen. So, das. Oder die Wege, zumindest damit man nicht alles direkt findet, wenn wir jetzt ein paar Tage dann nicht spielen. Ja, wir machen einfach oben Erde rüber wieder über den Eingang. Genau. Hast du noch Erde irgendwo angepflanzt mit diesem... Ja, hier. Mit Fläche? Perfekt. Aber hier, was... Genau. Ja, korrekt, was war's. So. Schönen Seeds. Ich hab auch noch 50, also wir haben auch noch echt viel. Kann auch draufknallen. So. Machst du mal da drüben das andere Feld und hier die beiden Wassereimer. Warte mal, hier und hier und hier. Jo. Wie viel Weizen hast du? Thanks. Ich habe 56. Perfekt. Ich habe auch, haben wir fast 2 Stacks. Sauber. Nice. Das heißt, wir dürften in der nächsten Woche auf jeden Fall den Verzauberungstisch schaffen. Das sollte laufen. Ich habe kein... Ja, das kann ich hier noch hinpflanzen und dann... Soll ich hier noch in die Mitte ein Wasserding machen? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mach hier hin. Okay. Gut, dann mache ich oben mit Erde wieder zu. Wunderbar. Geile Farm. Sieht gut aus. Ja. Also der einzige Wehmutstropfen ist wirklich das verlorene Leben. Das müssen wir uns irgendwie wieder zurückholen. Am besten so gegen an so ein paar Free Kills, wenn wir gut ausgerüstet sind. Ja, so sieht's aus. So, ich nehme mal noch das wichtigste Zeug mit. Weed niemals in der Truhe lassen übrigens. Klar, das ist ganz, ganz wichtig. Auch Samen nicht. War nämlich gerade. Momentan sind Samen noch für uns relativ wertvoll. Sonst Lapis Lazuli nehme ich auch mal mit. Knochen. Leder. Oh ja. Da. So. Und die Cleanstones nehme ich auch mal mit hier aus den Öfen. Bone Meal kann ich auch mal rausnehmen, safety first. Oh, hier ist schon wieder Weizen gespawnt. Ich ziehe das jetzt echt noch, also wir nehmen es einfach noch so lange auf, bis wir gekickt werden. Bis wir gekickt werden, ja klar. Jede Sekunde hier nutzen. So. Ich müsste jetzt ist gleich sogar das mein Stack voll haben. Wenn es gut läuft. Vielleicht schaffe ich es noch. Weil das mein Stack, davon kriegst du nichts ab, gar nichts, überhaupt nichts. Nada. Du stirbst ja immer nur. De nada. Ja, ich sterbe wirklich nur. So ein Projekt sterbe ich. Ah, 60 durch. Geil. Boah, das kann man genauso ausdrücken. Ich hau jetzt noch ein paar mit Bone Meal hoch. Warum nicht einfach verwenden, wenn wir es haben? Ja. So. Können wir ja noch ausnutzen gerade. Kannst du mir mal den Wasser einmal schnell geben? Ja, ich habe nur 2 leere Eimer. Ach so, setz mal das Baumel aber so ein, dass immer auf die fast ausgewachsenen noch. Hier vorne liegt was. Hier liegt Erde, Digga. Immer nur auf die fast aus. Wo ist denn jetzt der andere Wassereimer? Hast du mir nur eingegeben? Ich habe dir eingegeben, hier noch einen. Weil ich mache eben nochmal eben deine Wasserquelle. Auf die fast ausgewachsenen, ja, ich hab's verstanden. Halt, dann. Der hier zum Beispiel, ne?
Zack. Hinten ist noch was. Ah, geklappt. Okay. Schade, leider nicht mehr ganz geschafft. Ich bin noch drin. Ich versuche noch schnell alles zu ernten, was noch zu ernten geht. Ja. An der Stelle beende ich jetzt mal die Folge. Oder? Ja. Ja, würde ich sagen. Du bleibst dann noch hier drin, genau. Oder wie? Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao. So, bei mir geht's ja wie gesagt noch weiter. Es sieht ganz gut aus hier, würde ich sagen. Zack. Oh, mit einem Ding gerade hochgezimmert. Nice. Geil. Oh, ich habe jetzt hier schon... Oh, das wächst und wächst und wächst. Nice. Oha, ich bin der Erntemann. Es läuft einfach. Es läuft richtig krass. Oh, es wächst einfach so. Ich kann hier durchlaufen und ernten. Zack, 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 zack. Jetzt wurde ich auch gekickt. Ja, Leute, das war's auch bei mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.